Moin und herzlich willkommen hier zurück zu LR22 Uncut-Folge, ja für die Folge 45, 46. Wir werden mal sehen, wie lange sie geht, maximal 2,5 Stunden, ihr kennt es. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, könnt ihr gleich weitergehen zu Folge 46, da seht ihr dann, wie ich die letzten Bahnen mache. Und ja, ich verlinke sie euch da oben irgendwo in der Infobox, ihr kennt es, ne? So, gut, und dann schauen wir mal, wie ich mich hier wieder in der Zeit verschätzt habe. Also ich schätze, für eine ganze Folge wird es nicht passen. Also falsch. Sie wird länger sein wie eine ganze Folge. Das meine ich. So, aber wir werden mal gucken. Mal schauen. So, gucken. Ton ist da, Bild ist da. Ihr seid auch an. Ah, ja, ja, der übliche Check-up. Mein Gott. So, jetzt ist auch schon gleich der nächste Dings voll. Ich weiß, normalerweise könnte ich einmal testen. Wir könnten einmal testen. Ja, obwohl ich möchte schon gerne den Überladewagen behalten wollen. Weil wer weiß, was noch so alles kommt, wisst ihr? Soll der da stehen bleiben und dann ist gut, ne? So. Aber man könnte natürlich ausprobieren, aber ihr seht ja, hier ist doch schon ein bisschen was drin. So kann man dann wenigstens den Mähdrescher komplett leer machen, ne? Der Trecker ist der Mähdrescher aus? Der Mähdrescher ist aus. Warum? Hab ich doch angelassen, ne? Ach, ich glaube. Oder ist das, wenn man springt? Nee, eigentlich doch nicht, oder? Eigentlich doch nicht. Habe ich den Trecker jetzt ausgemacht? Ja, mal gucken. Ah ja, doch, wenn man springt. Irgendwie geht er dann aus. Okay. Habe ich das vorhin auch gehabt? Das ist ja schon wieder alles sehr, sehr dubios hier. Sehr dubios, Leute. Falsche Taste. So, da geht's weiter. So, okay. Ich glaube, hier haben wir ja schon reingeguckt. Ne? Ich wollte doch einmal gucken. Wartet mal, was so ein Schneidwerk kostete. Kombination. Wo ist denn jetzt bitte schön hier der Unterschied? Kann mir das mal einer erzählen? Das sind 12 Meter für 70.500. Das sind 12 Meter für 70.500. Ah, es kann sein, dass das so ein Mod-Ding ist. MF Power Flow 40 FT und der MF Deiner, 3,3 Kamerasystem, ja. Okay. Ich kann euch nicht sagen, also die Werte sind alle falsch, alle gleich, aber ich weiß es nicht. Achso, wartet. Moment. Doch, klar. Hier unten, ne? Nö. Das tut sich alles nix, Leute. Das tut sich alles nichts. Das ist ja für krass, ne? Ein Schnellwert von Drescher benötigt. Ja, das ist eine schöne Aussage. Ach, das ist ein extra Sonnenblumenteil. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, ob... Ach du Scheiße, jetzt regnet das oder was? Okay. Leute, machen wir einen Break.
Machen wir einen Break. Dann machen wir einen Breaky. Dann würde ich sagen, ich hau den noch mal rein. Liter. Machen wir eine Tour und dann würde ich sagen, dass den Regen verschlafen wir, ne? Weil das können wir uns jetzt nicht noch leisten. Will ich auch nicht, das verlieren. Naja, ganz voll kriegt er ihn hier so nicht. Viel hatte ich ja noch nicht im Drescher. Aber ich denke, wir könnten ihn ja trotzdem schon mal losschicken, oder? Nee. Ja gut, lasst uns doch. So, dann müssen wir das hier einmal verschlafen. Das ist ja blöd für die Uncut-Folge, oder? Sprich, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken, wann soll denn der Regen aufhören? Wettervorhersage. Wann soll der Regen aufhören? Um 16 Uhr. Okay, der passt auf. Dann würde ich sagen, wo war das? Wir spulen einfach mal vor. Ja, ist natürlich blöd. Na, jetzt regnet das. Das für die Uncut-Folge. Mein Gott. Aber das ist ja nichts. Warten wir ab, trinken ein Käffchen oder zwei. Und dann geht das gleich weiter hier. Guck mal. Das Gute ist ja, man kann sich hier doch aufs Wetter verlassen, Leute. Ist doch alles super toll. So, angeschmeißt, den runter und angemacht und weitergefahrt. So, oder? Jetzt ist es besser, oder? Fehlermeldung? Nein. So, wir waren bei Dreschgeschichten. Ja, das ist es natürlich. Ne? So, dann würde ich nochmal gucken, Leute, nach einer Gruppe tatsächlich. Gruppen würde ich. Und wir brauchen eigentlich auch einen Steinesammler. Ne? Aber das hole ich tatsächlich erst, wenn wir wirklich hier durch sind. Das ist die einfache Variante hier. Ja, so günstig wie es geht. Vielleicht kriege ich bis dahin auch noch einen in dem Angebot. Was war eigentlich das hier? Das waren ja immer Pakete, ne? Konnte man hier nicht. Das ist natürlich auch eine gute Idee für jemanden, der LS noch nicht so wirklich kann. Man könnte sich hier so ein Paket kaufen, ne? Also alles, was man braucht, halt für Getreide. Was zum Abfahren. Aber wisst ihr, was hier. Nee, ich wollte gerade sagen, der Trecker fehlt. Aber hier ist ein schöner 500er Favorit. Dann natürlich der Deutz Fahr. Auch okay. Ja. Ja. Obwohl wir brauchen keinen Grubber. Ups. Leute. Wir haben doch eine. Nee. Wir haben doch eine. Ach du Scheiße, wo bin ich denn lang gefahren? Eisfeld. Ich wollte gerade sagen, ich bin über die Bahnschienen. Ups.
Ja, also wie gesagt, wir haben noch an unserer Seemaschine eine Kreiselecke hinten dran. Die könnte ich natürlich theoretisch auch abmachen. Aber ihr wisst ja was, wir grubbern bloß. Also wir tiefen locker nur und du müsstest eigentlich anders fahren, aber gut, jetzt sind wir nur bei 22%, dann lassen wir das so. Ja, wir tiefen locker nur und dann gehen wir einfach mit stumpf mit der Seemaschine drüber. Das sollte eigentlich funktionieren. Ansonsten würde ich die Kreiselecke abbauen. Ja, bauen wir die Kreiselecke ab und machen das separat. Müsste eigentlich funktionieren. Müsste eigentlich funktionieren. Aber was ist schon eigentlich, ne? Pass mal auf, wir können ja nochmal gucken. Seetechnik. Ich meine, die hat doch... Hat doch, das ist doch, ne, hier. Die kann man noch separat... Ah, nein. Separat abbauen hier hinten. Ja, schau mal. Das steht ja über Kombi. Das ist der Spurreißer hier mit der Ecke hinten dran. Seht ihr? Und die haben wir auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schlagen die denn für Gewichte vor? Nein. W600, W600, also ein 600er Gewicht sollte man noch schon haben, ne? Ja. Nice! Gut, wir schauen mal. Wir fahren übers Maisfeld. Oh, Momentchen, haben wir 16:24. Gut, das heißt, wir werden bestimmt eine kleine Nachtschicht einlegen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der ist fast voll da hinten. Gucken wir mal, wie weit wir dran stehen an dem Örpel. Ansonsten wird unser Überladewagen als kleiner Zwischenbunker gebaut. Benutzt. Ja, schade mit dem Silo. Aber so brauchen wir uns dann auch nichts weiter kaufen jetzt. Weil jetzt muss ich wirklich mal so ganz langsam, aber sicher die Bremse, die Handbremse anziehen mit Geld ausgeben. Wobei, wie gesagt, sollten wir hier einen Steinesammler, den würde ich schon gerne haben wollen. Wobei, also, ich sag mal so, wenn jetzt keiner im Sale ist oder so, dann lasse ich das auch. Weil Steine sammeln nicht zwingend, oder? Ich weiß nicht, ob das Ausmaße hat auf unsere Gerätschaft. Oder Folgen hat für unsere Gerätschaft. Sagen wir es mal lieber so. Ob da was kaputt gehen kann. Wobei, ich würde mir ja irgendwann, wenn wir Geld haben, auch den Kalkstreuer, dieses Kalkgedöns machen. Aber Leute, wir brauchen dann ja auch mehr Felder. Ich habe ja auch nicht vor, nur im Lohn zu arbeiten. Ich möchte ja schon ordentlich noch ein paar Felder gekauft haben. Vielleicht sollte ich mich mal eher mal ein bisschen jetzt langsam, aber sicher darauf konzentrieren. Wie gesagt, wir haben jetzt ja schon zwei Felder. Wir haben ja, genau, wir haben ja zwei Land, also mit dem drei, aber wir haben ja unsere Holzgeschichte. Seht ihr, da sind wir beim nächsten Thema. Brauchen wir demnächst ja auch, ne? Wir müssen ja eher was haben, um aus dem Wald rauszukommen. Wollen wir mal gucken? Ich meine, zur Not nehmen wir unseren kleinen Tieflader. Habe ich ja gar kein Problem mit. Lass uns doch einmal kurz gucken. Eher was ganz Einfaches, Kleines. nur mal so als Anhand. Das ist Kettensägen, Ballen pressen, Ballen, 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 da, Frostmaschinen. Guck mal, das hier zum Beispiel. Das hier, das würde ich feiern, glaube ich. Das finde ich nicht so schlecht. Ja, da brauchen wir gar nicht, Leute, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Ich meine, das ist was zum Rausziehen. Ja, das ist was zum Rausziehen. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen das ja auch abtransportieren. Ja, gut, den würde ich dann doch schon sehen. 7,5 zum Abtransportieren, aber wir müssen ihn ja auch aufladen, ne? Aber ich sehe das Ding. Eigentlich eher das. Aber wir gucken. Wir gucken, wenn es soweit ist, ne? Wir gucken nachher im Winter. Wir gucken, was im Sale ist. Ihr kennt mich. Wir gucken öfters mal in den Sale rein. Ha, guckt mal da, es passt gerade vom Geld her. Klick. Naja, aber ein paar Schnapper haben wir schon gemacht.
Aber wie gesagt, ich weiß jetzt in Anführungsstrichen auch gar nicht, ob sich das lohnt, im Sale zu kaufen, weil ich habe doch irgendwie im Hinterkopf, dass die Maschinen schneller kaputt gehen. Keine Ahnung. Ich kann nicht wirklich sagen. Da bin ich absolut noch nicht so richtig drin in der Materie. Aber wird sich durch euch auf jeden Fall ändern. Wird sich auf jeden Fall ändern. Ich werde aber tatsächlich hier gleich den Helper, also unseren New Holland, runterholen. Und den Helfer wegfahren lassen. Der Rest geht dann in den, sag mal schnell, in den Überladewagen. Kann der schon abhauen? Können hier Dinge tun? Muss ich auch mal sehen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir... Pass mal auf. Bleib mal so stehen. Bleib mal ruhig so stehen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir... ob wir eine Ladung, einen vollen Überladewagen Mais drinne stehen lassen. Müssen wir aber dann mal gucken, was für Aufträge wir haben, wo die Felder sind, ne? Das würde ich dann ja so auch tun wollen. Weil wenn das reicht, dass wir hier mit dem... Eigentlich reicht es, wenn wir mit dem abfahren. Weil so schnell kriege ich den Bock da hinten gar nicht voll. Also wenn das nächste Feld sehr, sehr dicht dran ist, dann mache ich das. Dann haue ich den Container einmal voll. Den lassen wir dann als kleines Zwischenlager stehen. Wenn dann der Preis höher ist, können wir es verkaufen. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Pinunse. Ja, und ich denke tatsächlich... Ich denke... Wieso funktioniert denn das jetzt? Und ich denke tatsächlich, dass... Dass es daran liegt, dass die Trocknung uns kein Geld gibt, weil er denkt, es ist der Auftrag. Das wird der Fehler sein. Aber ist okay, nehmen wir so hin. Dann weiß ich das nächste Mal Bescheid. Und es wird langsam spät. Es fängt an hier mit 16.57 Uhr. So, den Rest lade ich ab dann mit über den Öppel da. Sprich, ich fahre noch ein bisschen hoch, ne? Ganz voll waren wir eh noch nicht. Ich will bloß schon mal hier an die Kante fahren. Nicht, dass der uns da hinten sonst wo hinfährt, ne? Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. So. Shop erstellen. Wir haben gesagt, hier... Nee, halt, stopp. Abbrechen. Ziel setzen. Ja gut, hätte ich auch anders machen können. Ne? Du kannst rein theoretisch auch ranzoomen. Guck mal, wie schön das geht. Weil ihn da dann genauer hinsetzt, ich weiß es nicht. Okay, weiter geht's. Ja doch, reicht für eine Uncut-Folge. Wird, denke ich, keine 2,5 Stunden, aber ich denke, das ist okay. Für alle, die es hier so sehen wollen, muss ich mal schauen. Oder vielleicht ist das doch noch eine andere Folge. Mal gucken.
Boah, das ist schon. Ich finde das schon schön. Aha, ich hab schon wieder. Wieso drückst du denn jetzt das X? Rede Witzka, Leute. Nee. So, weiter. Ich wollte eigentlich C drücken. Ich wollte auch sagen, wie schön das ist. Ja, durch den Regen haben wir leider ein bisschen Zeit verloren, aber ist ja nichts. Was, hier Regale? Ja. Meine Fächer? Ich habe mir das Ding noch gar nicht so genau angeguckt. Ja, heute im Real Life tatsächlich habe ich mal einen gebrauchten Mähdrescher gesehen in der Werbung. Fast 400.000, fast 900 Stunden gelaufen mit einem Schnickelschnack. Ich weiß gar nicht, was war das für eine eigentlich? Scheiße, kann ich euch gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht mal die Schnittweite. Alter, 400 Schleifen, da kaufen sich andere Häuser für. Oh. Naja, gut, ich meine, geballte Technik, ne? Und 400.000 ist ja noch günstig. 400.000 ist ja noch günstig. So, ich hoffe, dass er jetzt hier anständig weiterfährt, der kleine Schnuff. Unser kleiner Schnuffel hier. Ja, ich bin mal gespannt, ob der schneller zurück ist als der Mähdrescher voll. Ja, also der hat auch eine Wegführung, ne? Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wonach das geht. Ich will den echt auch nicht so schlecht, weil ich schätze, auf den normalen Standard-Maps läuft der ganz gut. Bin ich fest von überzeugt, da funktioniert das bestimmt alles. Da sind wir wieder bei dem Thema unser Helferlein. Unser Helferlein hat Kacki am Bein. Schubidubidub. So, mal gucken. Schaffst du das? Fährst du weiter? Fährst du weiter? Kleines Helferlein wäre super schön für uns beide. Ah. Da läuft. Ja, dann können wir gleich einmal stoppen und unseren Helfer abtanken. Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Mal sehen, ob er gleich sagt, dass er seinen Job. Ja, hat er. Gut, dann halt mal an. Mein Gott. So, dann fahren wir einmal zum Abtanken hier. Das war aber knapp. 'Pumpelino. Das macht er ja leider nicht. Haben wir eigentlich den Schieber? Ja. Ah, bringt Geld. Das ist zumindest schon mal ein bisschen was. Ziel setzen, zack, zack. Okay. Ist klar. So, weiter geht's. Geht es. Es wird langsam dunkel. So, jetzt haben wir ihn hinfahren lassen, das haben wir ihn abgetankt. Ich bin mal gespannt. Ich schätze, er wird sich ganz schaffen. Weil wir sind jetzt bei 65%. Wir waren ja schon mal voll.
wir werden ja nie ganz leer werden. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber guck mal, wenn er gleich hier oben ist, bevor ich voll bin, also der Drescher, werde ich den tatsächlich dann wieder voll machen damit. Und wie gesagt, unseren anderen Trailer als einfach nur so voll machen, so zwischenlagern. Muss ich aber echt mal gucken, ne? Was habe ich gesagt? Dreimal voll machen wäre es, ne? Na, ich bin gespannt. Wir gucken mal. Schauen wir mal. Ja. Könnte passen. So, wie sieht denn die Gurke bei Licht aus? Licht haben wir. Licht haben wir, Leute. Er wird es nicht ganz schaffen. Du kannst natürlich auch ganz anders machen. Wir machen jetzt erstmal den Überladewagen voll, bis der Rand voll ist und stellen ihn zur Seite und den Rest macht er. Macht das Helferlein. Weil zur Not. Das ist nicht das Schnellste, ne? Aber dann haben wir das Ding wenigstens voll. Weil das sind ja nicht mehr ganz so viele, viele Fahrten, würde ich sagen, ne? Machen wir so. Naja. Dann stelle ich den. Ach nee, ich wollte ja. Ja, das können wir immer noch entscheiden. Das können wir immer noch entscheiden. Das ist ja das Gute. Das ist, gehört ja zu keinem Auftrag. Das ist ja unser Zeus. Da können wir ja jederzeit losfahren. Ja, allzu viel ist das nicht mehr. Naja, wir machen erstmal den Überladewagen voll und gucken mal. Ist das unser Zwischensilo? Naja, ich habe mir gerade überlegt, man könnte natürlich als Zwischensilo eventuell doch auch Container nehmen. Ja, gut, aber da hast du zwei, drei Container nur als Zwischensilo, ne? Wäre ja auch totaler Quatsch, oder? Nee, wir machen es jetzt so. Aber er ist tatsächlich gerade angerückt. Er ist tatsächlich gerade gekommen, also das müsste man gut hinkriegen. Das müsste man gut hinkriegen. Und für einen Fahrten geht das auch vom Geld her, vom Helfer? Verstehe das jetzt nicht so ganz, warum der geht ja nicht so auf die Batterie. Lass mal an das Ding. Ich finde den cool. Der gefällt mir echt gut. Massey Ferguson Ideal 7T. Es ist doch aber eigentlich ein Fendt, oder? Sind die eigentlich zusammen? Gehören die zusammen? Höchstwahrscheinlich. Ich guck gleich mal. Das interessiert mich. Sowas interessiert mich ja.
Also ich weiß auf jeden Fall, Fendt ist nicht mehr, ich weiß nicht, was Fendt früher war, war das mal deutsch? Sind ja auf jeden Fall amerikanisch. Also wurden von einer amerikanischen Firma geschluckt. Ich guck mal nach, interessiert mich mal. Oder ob das nur so ein LS-Ding ist. So, wir können ja mal... Hey. Gucken wir, da. Da. Das mit dem Internet ist ja wieder richtig toll hier. Meine Güte, du. Technik, die begeistert. Wie sieht das hier aus? Kann ich durchfahren? Ja. So, was habe ich gesagt? Sich ein anderer machen. Emmy, was ist denn hier schon wieder los? Emmy spinnt wieder mein Internet hier rum. Darum keine Livestreams. Das lohnt sich nicht. Ich ärgere mich nur zu Tode, Leute. Ich guck mal nach. Ich werde euch das nochmal mitteilen. Ja, ist nervig. Ist echt nervig. Und nee, das mit dem Wechsel ist genauso nervig. Vergesst es. Ist echt ein Witz hier. Kriegt irgendwie keiner so richtig auf die Kette. Obwohl das hier Gewerbegebiet ist, wo ich wohne. Echt ein Witz. Aber im Moment ist sowieso ganz schlecht. Ja, nicht aufregen. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben mit der Maisernte. Du-bi-du-bi-du-bi-du-bu. Schubidubidubidu, Weihnacht. Joa, so, okay, dann mach mal den aus und hoch, dann bist du ein bisschen fixer. Kannst aber, wieso ist denn bitte schön der... ja, wann kommt das Maisfeld, wann kommt das Maisfeld? Ja. Ich muss erst mal gucken. Nicht, dass ich die normale Folge hier nachher verpasse, aber das ist ja da ganz hinten, ne? So, genau, ich wollte da nochmal gucken. Zalak, zalak, zalak. Guck mal hier, die Ernte, das war ja 34. Wo ist denn die... Oh, Leute, hier, schaut euch das mal an. Ja, guckt mal, da können wir unser Dings ruhig voll machen, unseren Abtransporter, weil das schafft unser Abfahrer ja problemlos. Oh, das ist auf jeden Fall eine große. Die Feld 34, die Folge wird auf jeden Fall eine große Abfahrerfolge. Eine Uncut-Geschichte werden. Das ist groß. Heidewitzka ist das groß. Ja, Mais, Mais, Mais. Macht uns alle heiß. Da, 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 da. Und wo willst du das nachher hinhaben? Maistrocknung. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, mache ich tatsächlich unseren Überladewagen voll. Und warten wir dann auf eine etwas bessere Geschichte. Ich glaube, ich würde sogar, wenn wir den hier nicht ganz voll bekommen, würde ich den tatsächlich dann voll machen auf dem anderen Feld, weil wir ja immer ein bisschen was abkriegen. Dann wirklich warten, bis der Mais auf höchsten Kurs ist. Ich glaube, das ist sinnig.
Schön, haben wir die Orientierung verloren? Ist hier, ne? Ah, ich merke schon, ich glaube. Na, doch, doch, doch. Nur nicht wieder vertun. So, weiter geht es. Aber so viel kriegen wir da nämlich gar nicht mehr rein, sehe ich gerade. So viel kriegen wir gar nicht rein. Ich denke aber, ich werde gleich... Ich werde gleich einmal... schlafen gehen, oder? Musst du mal in der Dunkelheit fahren, aber eigentlich fahren wir ja in der Dunkelheit. Vor allen Dingen, wir können ja mal runter gucken. Ja, das sieht doch alles gut aus. Hatte ich jetzt oben jetzt schon alles weg? Waren wir damit durch? Ja, ne? Das hier sind jetzt echt nur noch die letzten Reste, ne? Das sind die letzten Reste, ja, okay. Gut, wir sind jetzt bei 44.244. Zum Glück nicht zu zählen. 50% voll. Ich glaube, hinten war jetzt abgeerntet. Hinten war abgeerntet. Nee, wir ziehen das hier durch. Und... Naja, wir ziehen das hier durch. Dann ist die Uncut-Folge, also heute ja mal richtig kurz. Also das hätte ich ja mal lieber als normale Folge machen sollen. Als normale Folge mit einem kleinen Cut. Vielleicht ändere ich das noch. Vielleicht ändere ich das noch. Ja, ich glaube schon, weil das lohnt sich ja gänzlich gar nicht. Da muss ich denn mal noch ein bisschen was dementsprechend hinschneiden. Wenn wir eine Stunde voll kriegen. Ah, nee, das machen wir anders. Das ziehen wir jetzt so durch als Uncut-Folge und ich mache das Ding hier komplett fertig. Wir haben nachher ja noch ein weitaus größeres Feld. Und wenn ihr Bock habt, schaut euch an, das ist dann ja nicht so dramatisch hier. Das klingt gut. Die Nachtfahrt hier. Wollen wir noch Musik hören? Hören wir uns mal an, was sie hier zu bieten. Na. Ah, so schlecht ist es gar nicht. Es gibt doch weitaus Schlimmeres, oder?
da. Down. Das ist doch super. Ja, und mal nachts so ein bisschen durch die Gegend cruisen, aber auch schon lange nicht gemacht. Ihr müsst jetzt sehen, dass das Zeug runterkommt. 1. November, bald ist Dezember, Leute, dann geht's ins Holz. Freue ich mich schon drauf. Also, ich mache ja auch sehr, sehr gerne Holzgeschichten, ne? Also wirklich. Ja, also vielleicht verwerfe ich den Plan auch mit Vollmacht, weil... Naja, doch, wisst ihr was? Wir machen den tatsächlich voll. Hier mit unserem Zeug. Dann machen wir den, bis der gestrichen voll ist. Entschuldigt. Bis der gestrichen voll ist, auf dem anderen Feld, auf unserem Auftragsfeld, weil wir bekommen ja immer noch was, behalten ja immer was übrig. Und den Rest sollten wir mit unserem kleinen Fliegeranhänger schaffen. Sollte alle Stränge reißen, können wir ja jederzeit immer noch Dinge tun. Feld ist ja fast hier rum. Ich komme schon wieder mit den. So. Mucke wieder aus. Was machst du denn schon wieder? Wieso drückst du den falschen Knopf? Ja Gott. Ich wollte auf C. Aber wie gesagt, die letzten Male war alles okay. Also da hat YouTube oder so nicht rumgemeckert. Aber ich bin ja vorsichtig. War eigentlich nicht. Also heute habe ich es mit der Innen- und Außenansicht und hier dem Hoch und Runter des Schneidwerks. Ne? Vielleicht sollte ich einfach... Jetzt bin ich voll durch hier, oder was? Meine Güte, ich bin durch. So. Ja, das ist gut. Belasst die Uncut-Folge, die ziehe ich durch, denn... kommt die nächste Folge, haben wir ja auf jeden Fall jede Menge Mais noch zu schneiden. Weil das hätte sich jetzt weder gelohnt für noch für was anderes. Wir kriegen hier mal eine Stunde voll. Vergesst es, das wird heute nichts mehr mit der Tastaturgeschichte. So, guck mal, fast noch ein Bunker voll. Okay, mach mal hoch. Mach mal Stopp.
Mach mal Schneidwerk aus. Ja, jetzt will ich doch mal gucken. Wie das hier mit der Lichtgeschichte ist. Ja, Plan, wie gesagt, jetzt einmal voll machen. Und wir haben wieder schon was drin. Ja, wir haben schon was drin. Es ist schade, dass da in der Kamera das nicht animiert ist, aber ist okay. Ist okay. Ist auf jeden Fall alles schön beleuchtet. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, fahren wir auch... Ne, wir pennen einmal. Wir pennen einmal durch. Bis zum Hof. Und dann... Nee, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Weil das sieht irgendwie aus, als ob ich da hinten was vergessen habe. Oder sind das nur normale Büsche? Nee, nee. Wir sind clear. Wir haben gehäckselt. Nein, haben wir nicht. Glück doch nicht. Kuppel, du hast einfach nur gemäht. Gedrescht. Gedrocksen. Gut, ich würde sagen, wir fahren den... Wir fahren den guten... Jetzt einmal zu Feld 34. Muss ich hier Dinge tun, reparieren? Ich denke, das geht noch. Obwohl... Ah, nee, komm, wir fahren zur Reparaturwerkstatt. Würde ich denn morgen früh aber machen, ne? Machen wir dann... Warum? Hier so als letztes Aufräumen. Mach mal Licht aus. Nee, das war jetzt genau falsch rum. Aus, aussteigen. Ah, das ist halt... Das ist, glaube ich, tatsächlich, wenn du halt diese gebrauchten Sachen holst, ist dann schon schwierig. Ja, reparieren ist ja noch in Ordnung. Ja, komm. Kann das schaden? Nein, kann es nicht. Okay, pass auf. Dann machen wir es so. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal einmal ganz schnell hin zum Pen. Dass es wieder hell ist. Dann wenn ich die Uncut-Folge, ne? Wie lange waren wir jetzt dabei? Gar nicht ganz 50 Minuten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt... Heute, nachher, wie auch immer, zum nächsten Feld. Ich wollte schlafen. Danke. Jo. Dann 7 Uhr. Gut, machen wir das so. Ne? Also in dem Sinne, ich hoffe, ihr hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es heute mal, wie gesagt, eine kurze Uncut-Folge ist. Es regnet. Es ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das müssen wir überspringen. Wartet, dann bleiben wir noch. Wir bleiben noch einen Moment. Ich wollte ins Wetter gehen, ne? Ins Wetter. Wie sieht's denn hier aus mit Regen? 8 Uhr. Tatsächlich. Ja, das können wir mal etwas schneller machen. Ja. Dann wieder bei 5. So, ja, sehr schön. Okay, also dann würde ich sagen, bis nachher, bis morgen, wie auch immer, wenn ihr Bock habt. Nee, eigentlich ja bis nachher, weil die anschließende Folge kommt hier, Folge 46. Ja, also, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hätte ich eigentlich eine normale Folge draus machen können, fast eine etwas längere. Vielleicht mit einem Cut, egal. Uncut. Macht's gut, euer Maruk. Ciao. Ja, Zeitmanagement. Ich verschätze mich immer.